Jetzt weiß ich gar nicht, ob der das aufgenommen hat mit dem Paut-Kanal. Kannst du das nochmal sagen, so weit wie möglich? Ja, okay, also wie gesagt, ich möchte mich halt, wie gesagt, auch bei Paiute-Kanal nochmal selbstständig, mich nochmal von selbst nochmal entschuldigen. Das, was ich halt damals gemacht habe, das Video, das war nicht korrekt, also dass ich das hätte machen sollen. Ich glaube, ich war mehr oder weniger halt von David und seiner, von seiner Art und Weise wahrscheinlich geblendet. Ich war naiv und dumm. Und wie gesagt, ich möchte mich halt auch persönlich nochmal bei den Meister und auch bei den Leuten oder bei allen generell nochmal entschuldigen dafür, dass ich halt, sag ich mal, mich dazu so geäußert habe. Und ja, wie gesagt, was ich noch zu sagen würde, ist halt, wie gesagt, dass ich halt auch, wie gesagt, meine Reise ohne schlechten Gewissens weiterführen möchte, mein Wissen oder mein Bewusstsein auch bereinigen möchte, in dem Sinne, dass ich halt Sachen, die noch offen sind, noch klären möchte. Und das ist auch noch einer der Dinge, die ich noch klären möchte, damit ich halt, wie gesagt, mit gutem Wissen weiterziehen kann, ohne dass ich halt jedes Mal das Gedankenspiel habe, da ist ja noch irgendwas, was ich noch machen muss. Und deswegen, nächste Woche, wie gesagt, ist es dann, dass ich mich dann halt bei denen nochmal persönlich entschuldige. Ja, finde ich ganz gut, dass das Mensch, man merkt es auch, du tust ja charakterlich, hast ja auch weiterentwickelt, wie man das auch hätte, ich möchte ja jeder Fehler. Und ich meine, du bist ja ein super Kanal mit super Kampftechniker und ist ja super Schule. Und ich meine, er das in Thailand gelernt hat als Kind ab, dann ist das halt eine ganz andere Hausnummer, wie wenn man es bei uns lernt. Und also, ich habe da ganz guten Eindruck gehabt von ihm und seiner Schule. Entschuldigung, wollte er dann ins Wort fallen. Ah, okay. Ja, jetzt ist ja bald am 14.04. Muss ich auch noch in Kamera sprechen, um 15 Uhr ist der Kampf, ich gegen Manne, um 16 Uhr wurde online gestellt. Wie siehst du die Sache als neutrale Person, du magst ja mir und der Manne? Wie siehst du? Als neutrale Person, da ich euch ja beide gut finde, also dich und den Manni, würde ich halt sagen, dass es ein ausgeglichener Kampf sein wird. Also es ist schwer zu sagen, wer, sag ich mal, die Oberhand im Kampf hat. Ich bin als neutrale Person, ich freue mich einfach auf den Kampf, den zu sehen, und ich drücke euch beiden die Daumen und ja, möge der Bessere gewinnen. Danke dir. Gut gesagt. Wie siehst du die Sache, Rogic Chigidi, der hat gesagt, er möchte nichts mehr, jetzt möchte er doch was. Wie siehst du die Sache? Das ist halt auch wieder so ein Dauerthema, was wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, was mit ihm ist, ob er jetzt da jetzt weitermacht oder nicht. Ich verfolge das jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so oder gar nicht mehr eigentlich. Und wenn er halt der Meinung ist, der muss wieder anfangen, ja, es ist halt wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, an jeden selbst überlassen, ob er halt YouTube machen möchte oder nicht. Wenn er halt jetzt wieder machen möchte, dann soll er es machen. Also ich glaube, ich wäre der Letzte, der jetzt sagen würde, nein, mach Doping oder so. Das ist halt wie gesagt jedem selbst überlassen. Und ja, und wenn er halt jetzt wieder aufhört, ja, dann fängt er halt irgendwann wieder an. Und ja, ich weiß auch nicht, was sein Gedankengang ist, warum er das jetzt so macht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich wünsche keinem was Böses oder so. Soll halt jeder machen, wie er denkt, und wenn er halt wieder den Spaß oder, sag ich mal, die Lust wieder dazu hat, Videos zu machen, warum nicht? Ja, das ist denn. Ich meine, jeder hat auf YouTube eine Chance verdient, und ja. Ich denke halt so, da. Ich hoffe, dass er diesmal es besser wird. Ich denke halt so, dass manchmal hast du so einen Drive, wenn das auch der letzte Funus hat erwähnt, jetzt einmal beim YouTube-Stammtisch, ich habe ja gesagt, dass manchmal hast du so einen Drive, jetzt wäre es mal gut, wenn du ein bisschen mal gar nichts drehst, bis du das und das geklärt hast, oder bis du mal ein bisschen zur Ruhe gekommen bist, und dann merkst du halt, da fällt dir doch was, weil du auch ein bisschen Halt hast am Geschäft und an Filmdreher und an YouTube hochladest, dass das einem auch immer gut tut. Und ich finde es eigentlich gut, dass der Rocket JGD weiter möchte, und ich finde es auch gut, dass er weiter seine Kunst zeigt, weil ich mag auch, der hat Spaß dabei und auch, findet wie ich ihn auch einen Halt und eine Freude bei der Sache. Und wenn er da jetzt halt vom Internet immer noch im Mittelpunkt sagt, was halt danach zu privat ist, das kann man ja machen, wenn es nicht so viel Spannung gäbe, aber ist leider andersrum, dann wäre es doch eine wunderbare Sache. Und der Hannes begrüßt, dass er es weiter möchte, seine YouTube-Arbeit. Von daher, weil man,
die Emotionen sind immer anders. Zuerst denke ich, ah, ich bin schon erschöpft, ich mache mal eine Weile gar nichts oder höre vielleicht ganz auf. Und dann merkst du halt noch ein paar Tage, ja, da fällt mir was. Das gibt mir doch irgendwie Energie im Leben und man möchte weiter. Ich fand es eigentlich gut, dass er jetzt doch weitergemacht hat. Hat er ein paar neue Sachen eingebracht, wo er eigentlich sich nur auf die Kampfkunst-Sache konzentriert und Kampfsport-Sache und fand er eigentlich super. Ja. Hast du noch ein paar Sachen, wo dir auf dem Herzen liegen? So? Eigentlich nicht. Also ich habe momentan nichts, über was man noch sprechen könnte oder was mir am Herzen liegt. Mhm. Momentan bin ich eigentlich glücklich. Und ja, es sei denn, du hast noch irgendein Thema, über das du gerne sprechen möchtest. Ja, das ist ein bisschen schwer. Also das, was auf der Liste ist, habe ich abgeschafft. Ich habe noch ein anderes Thema im Kopf gehabt, aber das ist mir ja auch überhanden gekommen. Ja gut, jetzt habe ich es wieder reingewohnt, mit dem habe ich letztens geschwätzt. Und der hat dann gesagt, ja, was da in seinem Livestream abgegangen wäre und dass er mich da verteidigt hätte. Weil ich habe ja den Rocco besucht im Tattoo-Studio. Und die Leute haben halt behauptet, ja, ich wäre da absichtlich noch und also quasi. Hätte gewusst, dass er das schafft und hätte alles geplant und so. Die übliche Verschwörungstheorie, wo die Leute im Internet ausspinnen, obwohl sie es nicht wissen. Ja, ja, wieder lauter so Geschichte halt. Und ich habe gar nicht gewusst, dass der an dem Tag schafft, sondern ich wollte einfach eine Skateboard-Tour machen. Dann habe ich gesagt, dass er da abends mal tätowiert und wollte eigentlich weiterfahren. Und der Chef, ich habe mich mit dem Chef ja nicht abgesprochen, sondern der Chef, der ist ja nochmal inne. Der war zufällig schon rausgelaufen. Und da habe ich den halt begrüßt. Ich habe den da meine Kamera abgeschaltet gehabt und hat sie so, ja, also in der Hand gehabt. Und dann habe ich halt gefragt, wie ist denn Gott? Und er hat gesagt, ja, der ist da, fragen selber. Und ja, da bin ich mehr oder weniger so eingeladen, aber komm rein, der möchte gerade Pause, der Rocco. Schwätz mit dem selber so und. Also, ich habe ja gar nicht gewusst, dass der das schafft. Das war mir schon eine spontane Aktion am Mittwoch und bin da umeinander gefahren, um Skateboard und so. Also, die übliche Verschwörungstheorie, wo die da immer da ausbrütet, finde ich immer auch in der Tube ein bisschen Banane. Genau. No. Aber wie gesagt, sind dann wieder so eine Leute, die nur treuen wollen oder die Leute halt ärgern. Ja. Da denken wir auch leben und leben lassen. Ja, genau, das stimmt. Auf welchen Kanälen bist du sonst noch so unterwegs? Auf welchen Kanälen bist du sonst noch so unterwegs? Kennst du einen David Jan? Kennst du David Jan? Den kenne ich nicht, aber ich bin mehr so in, also wie gesagt, auch im englischsprachigen Raum unterwegs. Da gucke ich mir am meisten die Kanäle an, weil. Da, weil es in Deutschland halt recht wenige gibt, die guten Content bieten. Und da bin ich halt, wie gesagt, mehr auf den englischen YouTube ein bisschen unterwegs, was im Bereich Tankkurs angeht und so. Aber halt, wie gesagt, auch im Deutschen, aber ja. David Young ist ja der Sohn von Polo Young und der Mächte ist ja professioneller Bodybuilder und Kung Fu-Kämpfer mit verschiedenen Stilen. Und der schwätzt eigentlich nur Englisch. Ja, es sind ein paar Sachen von seinem Vater drin, man kennt ja Polo Young von Blattsport und... Ja, das stimmt. Ja. Und wie geht's der Familie? Wie geht's der Familie? Der Familie, da geht's allen ganz gut, alle gesund und munter und ja, morgen ist der Ostern. Ja, vorher. Und dann ist der Ostermontag und am Dienstag fange ich dann an, Videos zu machen für meinen Kanal und dann mal sehen, wie es dann läuft. Ah, okay. Ja. Da wäre schon einiges aufgeschrieben, was ich jetzt die nächste Woche machen möchte, Videos und ja. Ich tue mich von den Zuschauern verabschieden und wir können dann noch mal schwätzen. Ja, das können wir gerne machen. Ade, liebe Zuschauer und frohe Ostern. Yeah.